Ja, moin Leute. Es tut mir natürlich sehr leid, dass wieder über eine ganze Woche nichts kam. Also eigentlich ja nicht. Ihr seht wahrscheinlich schon, ich spiele heute mal gegen Recruitbots. Das liegt daran, dass mein Bruder gerade ein Update macht und ich kein bisschen Internet habe. Aber für mich sind Recruitbots ja eigentlich eh dasselbe wie online. Und ihr habt wahrscheinlich schon, dass ich mich heute extrem broke anhöre. Das liegt daran, dass ich so ein bisschen erkältet bin und deswegen meine Stimme extrem gefickt ist. Aber ich habe natürlich über die Woche versucht, ein Video aufzunehmen. Allerdings ist das ziemlich gescheitert. Kann ich einfach mal die Videoaufnahme einblenden, die ich aufgenommen hatte. Und ich schwöre, ich höre mich so beschissen an. Leute, was geht? Euer Benetis hier und so mit einem neuen Black Ops 3. Glitch Tutorial. Spaß, wenn ihr dich, ich hab dich natürlich lieb, ja? Also für die, die es nicht gecheckt haben, Leute, das war ein Scherz. Bitte nicht deabonnieren, bitte nicht. Also gebt mir am besten direkt mal am Anfang jetzt hier vom Video einfach mal einen Gesundheitsdaumen nach oben, damit es mir direkt besser geht. Und wenn mir so viel an euren Fragen liegt, dachte ich mir, beantworte ich die heute mal in einem Video. Nein, Joke, Leute, eigentlich machen YouTuber immer nur so FAQs, wenn sie gerade keine Idee für ein neues Video haben. Die ganzen Fragen sind übrigens von meiner Facebook-Page. Ihr könnt ja mal in der Videobeschreibung vorbeigucken, da sind wir gerade kurz vor 1000 Likes, also ich würde mal reinschauen. Und auf Instagram sind wir gerade kurz vor den 500 Abonnenten, also falls ihr mein Selbstwertgefühl etwas pushen wollt, dann gebt da einfach auch ein Abo. Und natürlich liked ihr am besten noch alle Bilder. Na macht schon, sowas tut mir wirklich gut. Fangen wir jetzt einfach an mit den Fragen. Dominik fragt, hast du vor dir die Haare zu färben? Das geht ja schon super los. Besonders das Ding ist auch, ich habe von Nick, das ist ein alter Motion Designer bei OX Gaming, zu Weihnachten ein mega süßes Geschenk bekommen. Und zwar das super tolle Color Intense von Garnier. Danke nochmal dafür, Digga. Digga, wenn du Eier hast, ne, bei 250 Likes auf dieses Video, ja. Wenn dieses Video 250 Likes bekommt, ja, werde ich meine Haare. Kinoa fragt, fühlst du dich zu schwarzen Menschen hingezogen? Darauf erstmal ein Effekt. Ich habe übrigens mal Zero am Start. Eigentlich schmecken immer alle Energy Drinks richtig scheiße, die Zero Zucker sind, aber es ist Effekt, also ich bitte euch. Also wir machen heute mal den Live-Test quasi. Also so ein bisschen Angst habe ich schon. Lecker. Direkt noch einen Schluck. Also dafür, dass es kein Zucker enthält, ist es auf jeden Fall richtig Premium. Also jetzt ohne Scheiße. Okay, weiter geht's. Wer von euch kann besser tanzen? Wen zum Fick meint er mit euch? Oder sieht's nämlich so quasi so königlich mäßig oder was? Aber wer von uns am besten tanzen kann, ist natürlich klar. Ich habe ehrlich keine Ahnung, wie der Depp überhaupt geht, aber naja. Was ist dein Ziel auf YouTube? Ich glaube, irgendwann mal so einen Kanal zu haben, wo Leute untereinander in den Kommentaren diskutieren, um ehrlich zu sein. Denn die Kommentare unter jedem Video sind mir eigentlich immer das Wichtigste so ungefähr, egal welches Video ich hochlade. Ja? Ob es irgendwie ein Thema enthält oder irgendwie, was weiß ich, einfach nur so behinderte Scheiße ist, wie jetzt sonst auch immer. Das beste Gefühl ist es einfach gerade ein Video hochgeladen zu haben und irgendwie eine halbe Stunde später oder so in die Kommentare zu gucken und da irgendwie schon 10 oder 20 Stück zu sehen und sich durchzulesen und ich weiß nicht, das ist irgendwie das Beste so, ohne Scheiß jetzt so auf YouTube, finde ich. Denn das ist YouTube, wie ich es kennengelernt habe und es wäre echt mega nice, mal irgendwann so einen Kanal zu haben. Denn die Kommentare sind mir einfach das wirklich am meisten Wichtigste, aber man kann Leute einfach nicht dazu zwingen, irgendwie Kommentare abzugeben, deswegen frage ich meistens irgendwie, ob eine bestimmte Like-Anzahl oder sowas erreicht werden kann, ja, weil das ist zumindest das ist das, was die meisten so machen, ja. Für einen Kommentar nehmen sich wirklich nur noch die wenigsten Zeit und das ist natürlich auch verständlich bei den großen YouTubern, die es das eh nicht juckt, was die ganzen Leute kommentieren. Okay, wir werden jetzt hier schon ganz schön sentimental. Wir brauchen irgendwie eine niveaulose Frage. Würdest du eher Effekt Energy trinken, das nach Monster schmeckt oder eher Monster, was nach Effekt Energy schmeckt? Choose wisely. Also eigentlich will ich nur eine Dose Effekt. So, Thunder fragt, darf ich auf der Gamescom deine roten Haare küssen? Digga, ihr dürft auf der Gamescom mit mir machen, was ihr wollt. Also nicht alles machen, was ihr wollt. Thunder, du darfst natürlich auf der Gamescom auch mein wunderschönes UX-Logo, was auf meinem Jersey drauf ist, betrachten, was leider niemals auf deinem Avatar drauf sein wird. Piu, 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 piu. So, und die letzte Frage. Fiona fragt, lieber ein hässliches Haus und ein schönes Auto oder lieber ein schönes Haus und ein hässliches Auto? Digga, ich will eigentlich nur eine Dose Effekt, verdammt, dass das immer noch keiner verstanden hat. Na, wie dem auch sei, ich hoffe mal, diese ganze Bereicherung an YouTube hat euch wie immer gefallen und wenn ja, dann wisst ihr, denke ich mal, wie immer, was zu tun ist, damit so Content weiterhin kommt, ja? Und zum Abschluss gibt es natürlich noch einen Effekt, Zero Goodbye Bussi an euch. No, no, no!